Hallo und willkommen zurück zu God of War. Hier haben wir aufgehört und hier müssen wir weitermachen. Nicht mit dem Drachen, der ist hier schon erledigt, sondern hier eventuell beim Schmied, wenn wir noch was kaufen können. Lasst uns anfangen. Waffenverbesserung verfügbar, das wollen wir dann doch gleich mal haben. Verbessern, Leviathan-Axt. Eine Frostflamme, Stärke um 15 gesteigert. Uiuiui. Deine Gegner können einpacken. Na, hoffentlich können die einpacken. Sehr schön, wir werden immer stärker. So, Brustrüstung, was haben wir denn? Verteidiger mit Abwehr 30. Und hier haben wir Schulterrüstung der Vergessenen, Abwehr 36, Stärke 18. Was fehlt uns denn? Vergessene Herzen fehlen uns dafür. Schade, das wäre doch so richtig genial gewesen. Hacksilber haben wir nicht so viel. Ansonsten hätten wir hier ordentlich zuschlagen können. Lasst uns mal schauen, ob wir es verbessern können, die wir haben. Stärke 22, Abwehr 26. Okay. Könnten wir verbessern, kostet nur 2000. Ja, ich bin noch am überlegen, ob wir das machen. So viel bringt das nicht. Vielleicht können wir die auch mehrmals verstärken. Axtknauf, was fehlt uns dafür? Weltenschlange Schuppenfragment. Da müssen wir die mal ein bisschen bearbeiten. Kaufen. Auferstehungssteine. Überragender Auferstehungsstein. Ja, her damit. Den kaufen wir auf jeden Fall. Bei meinem Kampfstil durchaus nicht zu verachten. So, was braucht man noch? Verkaufen? Nö, herstellen. Ich würde wirklich gerne dieses Verteidiger-Ding irgendwann nehmen, aber nicht jetzt. Gut, wir sind... Draugar? Mache ich den Draugar aus? Okay. So, Waffen. Was zeigst du mir an? Schwerer Runenangriff. Hab ich da etwa der Fluss aus Messern? Linie oder Bereich? Sehe ich irgendwo Schaden? Also das hier macht plus 1 Frost. Das macht plus 1 Schaden, plus 1 Betäubung, plus 1 Frost. Boah, probier mal es aus. Wenn schon so leuchtet. Austarierter Griff der Wiederherstellung. Und ansonsten keine besseren Sachen. Obwohl der vielseitige Kriegsgriff bringt viele Dinge. Ja, lass mal den doch dann ausgerüstet. Alles klar, der Bogen hat einen Wolf oder einen Falkenflug. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie Atreus ihn beschweren kann. Das finden wir schon raus. Nö, wir bleiben bei Zorn des Wolfes. Rüstung. Nein, ich wollte doch die anderen behalten. Ja, meine Runen muss ich wahrscheinlich aus dem anderen Zeug raus tun. Schau mal erstmal, was wir hier für Fertigkeiten freischalten können. Also, erhöht die maximale Anzahl an Zielen auf 5. Sehr gut, her damit. Her damit. Ja, mit H. Sag ja extra her damit und dann komme ich nicht drauf, dass das mit H geht. So, das auch. Zielen und drücken Sie links mit bloßen Händen, um die Leviathan-Axt sofort zurückzurufen. Und einen mächtigen Drehangriff. Ja, mit bloßen Händen links drücken. Okay, das kriege ich auch noch hin. Das passiert mir meistens versehentlich schon. Beim Sprinten Sprungangriff her damit. Sprinten Rechtsklick starken Sprungangriff her damit. Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Her damit. Wir haben hier so viel XP. Halten Sie beim Ausweichen W gedrückt und drücken Sie links für einen schnellen Axtangriff. Her damit. Halten Sie beim Ausweichen S gedrückt und drücken Sie links, um einen schnellen Bumerangwurf auszuführen. Oh je, so langsam verknotet sich mein Hirn wieder. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach einem Angriff mit der Leviathan-Axt. Drücken Sie in der neuen Haltung links für einen Rundumangriff. Wenn es sein muss. Schalten Sie einen zweiten Komboangriff mit links nach dem Kampfhaltungswechsel frei. Ja.
wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach einem Angriff mit der Leviathan-Axt. Drücken Sie in der neuen Haltung rechts für einen Fernangriff. Boah, was soll's. Jo, haben wir ordentlich gelevelt. Allerdings nur uns. Kann Atreus noch was? Oh, ganz viel sogar. Magiekampf hat er vor allem. Pfeilschaden und Nahkampfschaden wird deutlich erhöht. Her damit und dann haben wir keine XP mehr. Atreus, du bist mächtiger als je zuvor. Ich stelle mir vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Ja, so sieht's aus. Weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Ja, ja. Ich weiß es. Tyrs Rache, leichter Runenangriff, interessiert mich aktuell nicht. Ich mag nur schwere Runenangriffe. Wir werden es später mal betrachten, wenn wir Runen für unsere Axt auswählen. So, jetzt aber kletter mal schneller. Atreus hat ordentlich zugelegt. Das fühlt sich hier sehr schwerfällig an, wie ich darauf komme. Was bist du denn für einer? Ja, ist ja gut. Ich hau ihn um. Du hilfst. Er kann mich gar nicht entscheiden, welchen ich hauen soll. Den haben wir zerlegt. Den fliegenden Kollegen haben wir zerlegt. So sieht's aus. So, was kann ich damit machen? Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Vielleicht. Lass doch los, Kratos. So, hier sind Gegengewichte, mit denen ich nichts machen kann. Das ist enttäuschend. Hier ist kristallines irgendwas Zeug. Da kann ich ja nicht drauf schießen. Nö. Warnversuch wert, würde ich sagen. Soll ich ihn zerschmettern? Wen? Ja, mach. Was kannst du zerschmettern? Atreus, mach einfach. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber das klang nach einem guten Plan. Und darunter... Hat Atreus jetzt wieder was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Wo siehst du den Kristall? Achso, hier einfach. Sag Bescheid, ich zerschmettere ihn. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ja, das finde ich auch seltsam. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Ja, ich weiß. Bestimmt, weil wir oben die Schlonze auch noch wegmachen müssen. Jetzt darf's nochmal. Wovor? Vor denen habe ich keine Achtung. Ja, die war noch nie in irgendeiner Weise gruselig oder gefährlich. Ah, Mist. Hab die Axt nicht richtig zu. Was ist jetzt mit meinem Haltungswechsel? Na gut, ich hau ihm so ins Maul. Das funktioniert natürlich auch. Und hier unten liegt noch schönes Zeug. Aha, noch mehr davon. Ja, 11 EP lagen hier rum. Anscheinend. Und ich habe einen Becher gefunden. Das war schon der dritte von 6. Mal sehen, ob wir bis zum Ende der Let's Play-Reihe alle Becher haben. Ja. Ist ja gut. Oh. Wieso hältst du denn gerade so viel aus? Ja, chill. Mach da erstmal einen Pfeil rein, sonst sehe ich ja gar nichts. So, der ist weg. Mensch, du machst ganz schön Schaden hier. Ah, da liegt zum Glück Hilfe. Und da liegt noch ein größerer Batzen Hilfe. Na gut, als ob mir die Feinde hier gar nichts ausgemacht haben.
So soll das ja sein. So. Wo ist denn hier ein Kristall? Oder hätte ich den vom Eimer wieder mitnehmen müssen? So. Ja, beinahe. Beinahe hätte es geklappt. Oh, der ist schon stärker auf Stufe 4. Bin vorsichtig. War nicht vorsichtig. Hab gelogen, Junge. Ich block doch, aber da will ich nur ausweichen. Nein, überhaupt nicht. Braucht das Helfer-Item, was der hier fallen lassen hat. Hui. Hätte er mich beinahe bekommen. So, erstmal was zum Werfen. Irgendwie herablassen. Sie ist der Weg hier raus. Oh, du darfst hier erstmal den Wandteppich begutachten. Hier, Junge. Noch eins. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Ich hoffe mal nicht. Das könnte Odin sein. Na gut. Wann wird Odin mal nicht erstochen? Das ist hier die eigentliche Frage. So, wir haben hier wieder so eine wunderbare Kiste. Haben wir auch wunderbare Symbole, auf die wir sie schießen können. So, erstmal ein Kristall an die Decke. Ja, das war die falsche Taste. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Ja, aber nicht überheblich werden. Yes. Das macht echt Spaß. Atrio, ich hatte recht. Ja, ich weiß. Mir war so, als ob es die Ruhmmagie wieder ist. Au. Ja. Ich krieg mit, dass mir es gerade scheiße geht. Na, mir doch in Ruhe, Mensch. Guter Call, Sohnemann. Ja. Und tschüss mit dem hässlichen Gesicht. Alle tot? Nee, noch nicht. Der war direkt vor mir. Was sagst du denn? Wo ist denn der? Schieß doch auf den Feind. Dankeschön. So, wir brauchen nochmal hier so ein... eine rote Stachelbeere. So, bitteschön. Na also, dann kann ich wieder vorlesen, was da drauf steht. Junge, hierher. Ja, Vater. Noch eine Markierung. Na gut, du hast was markiert. Diesmal hoffentlich nicht dein Revier. So, da ist ein C. Bogen meine ich natürlich. So ein R. Da oben vielleicht. Ein R brauche ich. Aber das war es nicht ganz, das Geräusch. Aber Kratos hat sich zumindest bemüht. So, irgendwie da unten noch. Ne, da kommen wir ja hier. Da habe ich gar nichts gesehen. So, können wir die Brücke vielleicht mal nach oben brücken? Lass doch los, Kollege. Ja, können wir die Rage wieder auffüllen? Und die Hacksilbervorräte. Ja, der hat mich ein bisschen erschrocken. Da oben ist noch eine Antirune. Bin vorsichtig. Bin doch ganz vorsichtig. Hier. Bäm, 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 bäm. Ah. Firma, dank. Nehme ich gerne alles mit. Ich glaube, ich sollte mir helfen. So. 2 von 3 Siegeln zerstört.
So, eins brauchen wir noch. Wo ist es denn? Hui. Komm schon, das kann nicht sonst wo versteckt sein. Na, es kann schon, aber sollte nicht. Hier rückwärts durchgehen. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, Sohnemann. So, ich schätze, wenn ich da hochgehe, kriege ich wieder nicht den schönen Inhalt der Kiste. Ich will doch den Inhalt der Kiste. Da oben ist noch was. Vielleicht muss ich ja da hin. Wer weiß. Wir schauen uns das nochmal kurz von oben an. Echt schwierig, hier alle Dinger zu finden. Ich finde, die sollten deutlich heller leuchten. Kann jetzt nicht behaupten, dass ich hier aber arg viel mehr sehe. Na gut. Hilft ja alles nichts. Dann wollen wir mal weitergehen. Vielleicht ist es wieder so offensichtlich, aber ich sehe es im Moment nicht. Kommen bestimmt nochmal hier vorbei. So wichtig ist es nicht. Auf nach oben. Nicht mehr lange, Mutter. Und nochmal Gesundheit. Genau das, was ich brauche. So, hier ist auch nirgends was. Dann ab durch die Tür. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Das stimmt. Das ist ja klasse. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir. Kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Ach. Junge Mann. Pass auf, wo du hintrittst. Ja. Und vergiss nicht, die Vasen tot zu machen. Da ist teilweise sehr wertvolles Zeug drin. Oh, der Schnee ist ja cool. Ja, die mache ich alle platt. Au. Ah, das macht Spaß. Danke, Atrius. Hey, hör auf, zurückzuschlagen. Au. Nein, überhaupt nicht. Schieß mal auf den. Was ist denn mit dem Kerl? Falsch. Atrius, ich brauche Hilfe. Oh Mann, und das bei so einem Billo-Gegner. Okay. Zu viel gedrückt. So, das rechtfertigt doch den Rage-Modus. Wo seid ihr hin? Unsere Gegner sind stark. Ja, gut. Da konnte ich jetzt nicht mehr wirklich draufhauen. Haben den ganzen schönen Loot mit nach unten genommen. Ist aber schon eine bergige Gegend hier. Und da kommen wir, glaub ich, her. Oh, hier gibt's einen verborgenen Mann. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Oh oh. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Troas mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann.
Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Woher wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Asche verstreuen. Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Darf ich jetzt 4 auf einmal von denen platt machen? Ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Tschüss. Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Wirklich, nicht wahr? Sind die jetzt abgehauen? Schon interessant, dass der überlebt hat. Den habe ich doch so ordentlich aufs Fressbrett gegeben. Na, egal. So, jetzt müssen wir anscheinend hier runter. Um die Kurve. Weiter um die Kurve. Und dann können wir ja wieder hoch. Sehr gut. So, können wir die Asche verstreuen. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Na dann raus damit. Uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da, habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Sie sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Was? Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Er weiß das schon. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist so mit dieser ein Brücke? Mist. Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Der will doch nur aus dem Baum gerettet werden. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Was für ein Arsch. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Was hast du denn getan? Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Was denn? Der Junge.
Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Ach gut. Ach, eine sehr lustige Stelle. Jo. Kommt der auch ins Inventar? Ja. Den binde ich mir einfach an den Arsch. Wir gehen nach Jötunheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, sehr lästig. Ach, das Spiel hat guten Humor. Und gute Kampfszenen. So. Gibt's hier oben noch was? Geht's hier direkt nach Jötunheim? Nö. Ah. Das ist die Brücke nach Jötunheim? Sieht vielleicht wie diese seltsamen Türen aus. Ja, da braucht man noch einen Runenstein dafür. Ja, wir erwecken ihn sicher wieder. So. Werden bestimmt gleich angegriffen. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Na gut, dann trag's mal auf meinen Kompass ein. Ich bin rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ja, okay, wir müssen anscheinend schnell reisen. Ich dachte, damit kommt man nur zu dem einen coolen Händler. Ja, Brocksladen. Und wir müssen, glaube ich, jetzt hier hin. Kann aber dahin nicht reisen. Kann dahin auch nicht reisen. Na gut, auf in Brocksladen. Bestätigen. Na, doch ganz schön praktisch hier. Hey, hier bin ich nicht in seinem Laden. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Ist das hier der Weg? Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum anscheinend geht das alles? Frag den Kopf, falls er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Ich hoffe, es gibt zumindest nicht mehr als eine Weltenschlange. Ist das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Die war niemand. Nicht die Zeit. Verstehe. Ja. Umständliche Schnellreise diesmal. Ja, sonst hat das doch auch so funktioniert. Ah, der hat da ein schönes Beil, oder ist das was zu essen? Brock! Brock! Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, Fahr. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Dankeschön. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Die Axt ist jetzt richtig gut. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. Oh, er macht sich doch noch Sorgen um seinen Bruder. Sehr gut. Dankeschön. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm?
Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Ja, ja, gut. Können wir was verkaufen an Artefakte. Becher, alles verkaufen. Da kriegt man schön viel Geld. Und dann können wir was für unseren Jungen kaufen. Nicht klauen, klauen Küche. Der kostet 25.000. Verkürzt die Pfeilnachladezeit. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder wir kaufen Atreus Rüstung. Was haben wir denn hier? Überragende Präzision Schützenkluft. Okay, verkürzt die Pfeilnachladezeit deutlich. Erhöht Atreus Nahkampfschaden deutlich. Erhöht Atreus Erholungsgeschwindigkeit nach gegnerischem Angriff deutlich. Wusste gar nicht, dass der irgendwas in der Hinsicht benötigt. Na gut, aber scheint gerade nicht unbedingt nötig zu sein für ihn. Kann ich mir jetzt dafür was kaufen? Das ist ja eh das Wichtigste. Ja, den Verteidiger Kürass. Ah, ich spare mein Geld lieber noch. So. Vielleicht kriegt er aber einen besseren Klauenbogen. Ist das teuer. Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Das kriegst du später zum Geburtstag. So, auf zur Hexe. Auf zur Hexe. Atreus, das ist mir jetzt zu teuer. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Gefunden. Ab in die Hexenhöhle. Und heute helfen wir keinen Geistern. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Torstatue. Und dann was? Hui. Und? Kennst du noch andere Geschichten? Eine noch. Es war einmal ein Förster. Er bat die Bäume des Waldes um einen Ast als Griff für seine Axt. Stattdessen gaben die Bäume ihm einen jungen Schößling, um ihre Äste zu behalten. Der Förster machte seine Axt. Dann ging er zurück und fällte damit die ältesten Bäume des Waldes. Nur weil ein Baum alt ist, muss er nicht weise sein. Hier geht's lang. Das habe ich, glaube ich, vor 4 Episoden mal gesucht. Ist ja ganz einfach zu finden. Hexenhöhle. Ja. Ordentlich paddeln. Und hier waren ja auch noch Kisten, die vor der Weltenschlange entdeckt wurden. Jetzt sollte man da hoffentlich rankommen. Würde ich mir zumindest wünschen. So. Scharfe Rechtskurve. Und gleich nochmal. Ich erinnere mich, das war ganz schön lang hier drin, was man da alles paddeln mussten, um hier rauszukommen. Und jetzt paddeln wir den ganzen Mist, um hier reinzukommen. Sowas. Und eine weiße Flagge, die Hexe hat aufgegeben. Ist das nicht schön? Aber die Axt sieht echt cool aus inzwischen. So, und was ist das? Ich will jetzt nicht zurück. Kann ich das einfach aktivieren? Okay, nee. Lass mal gut sein. Jetzt habe ich hier einen Aufzug irgendeiner Art. Da ich unten. Weiß, sie ist sehr mächtig, aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ja, bestimmt. Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein, aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Ich mag das Vater-Sohn-Bonding hier.
Atriusch, mach mal auf. Was bist du denn? Wieso hast du ein Schild? Naja. Sterben tust du auch ohne eins. Kümmer dich um die Hexe, die ich nie erwischen kann. Und Matschi-Matschi-Matschi-Gesicht. Wieso kannst du denn nicht? Solltest doch vorbereitet sein. Treff ich die überhaupt? Huhnangriff. Die ist einfach ausgewichen. Au. Büßartige Scheusal. Hab zwar kein Wort verstanden, aber die hat glaub geflucht. Wovor Vorsicht? Du sollst schön deine Pfeile in sie reinjagen. Ja! Du bist bereit, dann mach fertig. Nein! Ja! Guter Sohn. Was ist das hier? Habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Okay. Das hat auch nichts gebracht. Und hier ist ein schönes Trinkchen. Braucht man vielleicht. Oh! Sehr schön. Hier geht's rauf. Nee, dann wollen wir noch nicht rauf. Hier leuchtet ja noch alles hier unten. Keine Ahnung. Junge, ich will looten. Hilf mir. Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Rune lesen. Es birgt auch die Weltenrune. Oh. Feuerweltreisen? Das wäre doch ganz interessant. Was bist du? Brauche ich dich? Du leuchtest auch so komisch. Ich glaube, mit dir muss ich irgendwas machen. So, da geht's nach oben. Da geht's nach unten. Obwohl. Hier geht's zum Boot oder ging's zum Boot. Vielleicht findet man noch was. Hui. Also hier haben wir ja ursprünglich hier mal losgeradelt. Metaphorisch gesehen. Praktisch gesehen haben wir ein Boot genommen. Hier komme ich nicht runter und da drüben würde ich gerne hin. So eine schön goldleuchtende Kiste. Irgendwann schaffen wir es. So, schön rüber hier. So, und anscheinend. Ja, da geht's hoch, rechts geht's hoch. Hier geht's vielleicht auch hoch. Oh, Junge. Schauen wir mal. Wollt doch nur die Pfeile wechseln. Sehr gut. Dankeschön. Komm mal zumindest mal an die Kiste. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass du das so langsam echt gut kannst. So, aber ich kann das. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, aber das kann ich gut. Von wegen. Ah, hat gereicht. Hat sich niemand beschwert. So. Dann haben wir da oben. Also können wir einfach hochklettern. Warum denn nicht? Wenn es uns schon angeboten wird. So schöne Vasen. Ich habe keine einzige davon getötet. Mensch, ich bin ja besser hier als in jedem Kampf. Junge. Hier eine Schriftrolle. Kann ich nicht lesen. Ist gut. Führt die Karte genau zu den Schätzen hierhin. So. Hier mit dem ganzen schönen Zeug. Und die Tür können wir jetzt auch aufmachen. Hoffentlich bleibt die auch oben. So. Sei bereit. Ah, der Wolf ist zurück. Ist ja schön.
Irgendwie haben wir das hinbekommen. Nein, zwei Hexen. Schlimmer als einer allein. Junge, mach die mal allein fertig. Ist das jetzt eine dritte Hexe? Nee, die hat sich nur wieder teleportiert. Nein, nein. Ich mach zuerst die Schwache fertig. Die Alten und Schwachen zuerst. Danke, Junge. Danke, dass du die betäubt hast. Das hat geholfen. Und jetzt kann ich hier draufhauen. Ich auch. Junge, du hießt mir. Enorm. Oh, die hat auch keinen Kopf. Wollen wir den auch mitnehmen zur anderen Hexe? Ja, ist ja gut. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, da oben ist auch noch was. Kann ich nichts mit anfangen. Da liegt Loot. Komm ich gerade nicht ran. So ein Jammer. Hey, ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Oh. Ich weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Gleich hier mit. Ja, hier ist überall etwas. Was bringt das jetzt? Junge. Ja. Was ist dir eine Idee gekommen? Du? Ist ihm wohl keine Idee gekommen. So, dann mal nach rechts damit. Ist ja ganz interessant hier. Gut, dann lässt man das einmal los. Dann kommt man noch hier nach... Kommt man nicht nach oben. Ich dachte, wir könnten jetzt darauf. Oder hätte man darauf gemusst. Dann nochmal zurück. Kommando zurück. Hab aber jetzt nicht die Anstalten von hier Kratos gesehen, da tatsächlich hochzugehen. Vielleicht müssen wir später springen. Ach, da müssen wir hoch. Na gut, das hätte er sonst aber auch geschafft. Ich glaube, hier können wir einfach noch nicht hin. Hier können wir einfach noch nicht hin. Komm hier, mein Kind. So. Ansonsten fehlt natürlich noch so eine... Ah, da ist das N. Ja. Das ist nicht mehr so versiegelt. Aber ob ich das dritte jemals finde, bei so vielen Kisten ist es jetzt schon am dritten gescheitert. Oh, ob das reicht, Atreus. Ja! Dankeschön, obwohl ich so scheiße schieße, hast du mir geholfen. Das finde ich sehr nett. So. Hier war kein Siegel mehr. Würde ich sagen, ist jetzt Zeit, um erstmal hochzugehen, bis wir irgendwas finden. Na gut, hier war ja der Weg, wie es weitergeht. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.